Herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Kurs of You Tech. Heute wieder eine neue Folge von Kurs of You hilft. Wir beantworten wieder eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Vor einer Woche circa kam die Anfrage von Theo Bombe Let's Play rein. Der hat uns gefragt, was wir denn lieber nutzen. VMware als Virtualisierung oder eben VirtualBox. Und ich möchte jetzt in diesem Video mal detailliert darauf eingehen. Ich habe dir bereits schon geschrieben in den Kommentaren, dass es leider Gottes nicht so einfach ist, das in ein, zwei Sätzen alles abzuhandeln. Wir haben uns für VMware Workstation Pro entschieden, deswegen habe ich hier das Ganze mal geöffnet. Hier sieht man die Produktwebseiten mal nebeneinander. VMware Workstation 12 Pro haben wir hier im Einsatz. Das hat diverse Gründe. Erstmal unsere Gründe und dann habe ich mal so für euch und für mich mal eine Zusammenstellung gemacht von Vor- und Nachteilen. Aber erstmal, warum verwenden wir das Ganze? Zum einen ist es so, dass VMware natürlich zu den ganzen Business-Produkten kompatibel ist. Also wer VMware auch im Business-Bereich einsetzt, das werden die allerwenigsten sein, gehe ich mal davon aus, der wird auch kompatibel sein mit den Server-Varianten. Wir reden hier heute ja sowieso nur über Virtualisierung auf einem Desktop, auf einem PC und nicht über Virtualisierung im Server-Bereich. Das ist wieder eine ganz andere Baustelle, aber wer eben in diesen Bereichen beides einsetzt oder ein Produkt einsetzt, sag ich mal VMware im Serverbereich, zum Beispiel den ESXi, der hat natürlich auch viel Spaß mit der Workstation, weil er dann zum Beispiel den ESXi in die Workstation einbinden kann und kann dann zum Beispiel virtuelle Maschinen von seinem Desktop in die Virtualisierungsumgebung auf den Server kopieren. Das sind alles Szenarien, sag ich mal, die sind für den Otto-Normalverbraucher eher uninteressant. Aber da wir ja bei QSO4U mittlerweile sehr breit gefächert sind und eben auch, sagen wir mal, Business-Produkte anbieten in ein paar Monaten höchstwahrscheinlich, ist es halt dann so, dass wir da auch was brauchen. Und das ist halt eben VMware Workstation und dann natürlich auch die Business-Plattformen, die dahinter stehen, die vSphere-Umgebungen. Das ist für den Privatanwender wahrscheinlich relativ egal. Der Nachteil ist halt bei der ganzen Geschichte, das kostet was. Ich habe dafür roundabout 160 Euro bezahlt. Das ist noch relativ günstig. Das war eine Promo-Aktion von VMware und da habe ich dann gleich zugeschlagen, habe für 160 Euro mir das Ganze gesichert. Der weitere Nachteil ist halt auch, jetzt, gut, wir setzen die Workstation sowieso hauptsächlich natürlich nur bei mir ein, aber würde jetzt aus dem QSO4U-Team ein weiterer dazukommen, der Tutorials in Virtualisierungsumgebungen zeigt oder aufzeichnet, bräuchten wir ja schon wieder eine Lizenz, weil die natürlich an den Benutzer bzw. an den PC gebunden ist. Das heißt also, wir bräuchten dann schon wieder eine Lizenz, wenn man das auf VMware lösen möchte. Man könnte natürlich auch, und da kommen wir zu eurem Thema oder zu deinem Thema, auch VirtualBox benutzen. Genau, und warum kann man jetzt, oder wo sind jetzt direkt die Vor- und Nachteile? Also Nachteil bei VMware, teuer, kostet Geld, kostet richtig Geld, muss man sich gut überlegen. Große Installation, also das ist nicht nur so 200 Megabyte oder bei VirtualBox sind es glaube ich so, ja, 200 Megabyte kommt hin. Und die Workstation ist wesentlich größer, braucht mehr Speicher, auch mehr Performance, setzt auch höhere Voraussetzungen. Ich meine, man kann VirtualBox sogar noch, das müsste auch hier irgendwo stehen, man kann es auch noch auf einer x86-Umgebung, also 32-Bit betreiben. Das ist mit VMware gar nicht mehr möglich. Also die setzen schon relativ leistungsstarke Hardware voraus. Dann, wie gesagt, kompatibel zu den Business-Produkten, das habe ich ja bereits schon erwähnt, für uns deswegen auch relevant und es ist halt auch mittlerweile ein Branchenstandard geworden. Also wenn man irgendwo eine virtuelle Appliance herbekommt von irgendeinem Softwarehersteller, von irgendeinem, ja, von der Firma halt, dann ist es höchstwahrscheinlich oder zu 100% kompatibel mit VMware. Also man wird kaum was finden, wo man sagt, nee, also VMware unterstützen wir nicht. Ist halt, hier steht es ja, Leading Edge PC Virtualization. Es ist halt wirklich Leading Edge Technology, VMware. Dann hat VMware eine bessere Grafikleistung. Also wer irgendwas machen möchte, was viel Grafikleistung verlangt, sprich vielleicht alte Games zocken in virtuellen Maschinen, soll es geben, funktioniert auch in VMware. Also
gebt einfach mal bei YouTube ein, irgendwie Crysis und VMware. Also es gibt wirklich Leute, die Crysis in der VMware laufen haben. Das funktioniert mit VirtualBox nicht. Das liegt aber auch daran, das Teil ist Open Source. Da gibt es auch Probleme mit Treiber-Emulation. Man müsste da irgendwelche Patente und so weiter einkaufen. Das kostet alles Geld. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Also da richten, VMware richtet sich da halt eben auch an Leute, die CAD machen oder Videoschnitt oder sowas. Und VirtualBox ist halt dafür eigentlich gar nicht programmiert worden. Das ist auch nicht die Intention der Entwickler von VirtualBox, dass man da drin irgendwelche grafischen Anwendungen laufen lässt. Das soll nun mal gesagt sein. Also wer sowas vorhat, der muss auf jeden Fall in Richtung VMware gehen. Kostet halt eben dementsprechend. Und es gibt natürlich jede Menge Tools. Also bei VirtualBox, ja, man kann viel machen, aber es ist halt nichts, was direkt vom Hersteller kommt. Bei VMware ist es halt so, dass man ein riesen Portfolio an Tools und an Werkzeugen hat, auch von Drittanbietern, die eben mit VMware zusammen funktionieren. Und das ist eben bei VirtualBox nicht der Fall. Also man muss sich da selber irgendwas basteln. Es funktioniert ganz klar. Es kostet dann auch meistens kein Geld, weil man eben auch Open-Source-Tools einsetzen kann. Aber sowas muss man halt vorher wissen, wenn man sich auf sowas einlässt. Dann kommen wir jetzt mal zu VirtualBox. Was sind so die Vor- und Nachteile? Also größter Vorteil ist ganz klar der Preis. Das ganze Teil ist kostenlos, ist Open Source, wunderschöne Sache. Klein und schlank, lässt sich relativ schnell installieren mit wenigen Mausklicks und im Debian oder besser gesagt Ubuntu Debian nicht, aber Ubuntu Store ist zum Beispiel die VirtualBox schon mit zwei Mausklicks drin. Also auch unter Linux hat man da die Möglichkeit, das super schnell zu installieren. VMware gibt es übrigens ja auch für Linux, gibt es auch für den Mac. Das ist kein Problem, aber eben die Installation ist wesentlich einfacher, weil es halt eben Open Source ist, man kann das überall reinballern. Teilweise ist die Bedienung auch einfacher. Also wer jetzt nicht aus dem Bereich Virtualisierung kommt und davon eher, sag ich mal, weniger Ahnung hat oder einsteigen möchte, für solche Leute empfehle ich sowieso VirtualBox. Also definitiv. Problem ist natürlich die Grafikleistung, auch im Bereich Netzwerkkonfiguration. Also wenn ich jetzt irgendwelche kleinen Serverarchitekturen da testen möchte, installieren möchte, wovon ich jetzt ehrlich gesagt bei unseren Zuschauern jetzt im ersten Moment nicht so ausgehe, also ich denke es mal nicht, auch bei dir, Theo, glaube ich eher weniger, dass du sowas vorhast, dann ist natürlich die Workstation wesentlich besser. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche mal eine virtuelle Maschine, um ein Programm zu testen, dann, solange das jetzt kein Spiel ist oder grafisch aufwendiges Programm ist, dann kann man durchaus VirtualBox dafür benutzen. Und es hat, wie auch VMware mittlerweile, ziemlich viele Kompatibilitäten auch zu anderen Virtualisierungslösungen. Also man kann auch mit VirtualBox mittlerweile Appliances importieren von VMware. Die werden zwar nicht offiziell supported, das sagen auch die meisten, Softwarehersteller, die solche Appliances anbieten. Nein, wir supporten nur VMware, aber es funktioniert, lasst es euch sagen von mir, es funktioniert in 98% aller Fälle funktioniert es wunderbar. Und man kann auch eine Appliance, die eigentlich für VMware angeboten wird, kann man auch unter VirtualBox laufen lassen. Ich habe zum Beispiel bei einem Kollegen, und ich meine, ich habe auch vor ein paar Jahren, habe ich sogar im Business-Bereich VirtualBox eingesetzt, bis es halt dann wirklich nicht mehr anders ging. Da hatte ich auch eine Debian oder Ubuntu Workstation und da habe ich dann einfach mir das VirtualBox installiert und konnte damit wunderbar arbeiten. Also es geht, man muss halt sich manchmal ein bisschen bemühen und muss ein paar Eselsbrücken bauen, ein paar Workarounds einbauen und dann läuft der Laden. Also meine ganz klare Empfehlung geht bei dir in Richtung VirtualBox. Wenn du ganz normal einfach ein bisschen Software testen möchtest, vielleicht mal irgendwie was ausprobieren möchtest, wo du sagst, Mensch, das mache ich lieber nicht auf meinen produktiven Rechner. Und Snapshots können sie mittlerweile beide. Also das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Man muss allerdings dazu sagen, wenn du, vielleicht kommt jetzt der Einwand von einem in den Kommentaren, ja, was ist denn mit dem VMware Player, den gibt es ja auch noch. Es gibt von VMware einen Player, der ist auch für Privatleute, ich betone, für private Nutzung kostenlos. Das vergessen immer viele, dass man den eigentlich wirklich nur privat kostenlos nutzen darf. Ist der da, man kann den benutzen, allerdings hat er viele Features nicht. Der hat keine Snapshot-Funktionalitäten,
der ist nicht so komfortabel. Wie gesagt, keine x86-Unterstützung, also wer noch 32-Bit einsetzt, der kann das nicht verwenden. Das sind alles solche Sachen, wo ich sage, okay, da sollte man vielleicht mal überlegen, ob man nicht dann doch lieber VirtualBox einsetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man diese beiden Produkte gegenüberstellt, den Player und die VirtualBox, dann würde ich auf jeden Fall zu VirtualBox greifen, wenn ich kein Geld ausgeben will. Wenn ich Geld habe und sage, Mensch, ja, ach komm, dann würde ich lieber die Workstation nehmen. Also bin ich ganz offen, weil dann sage ich, okay, dann habe ich mehr Möglichkeiten, aber das ist halt wirklich im grafischen Bereich oder dann eben Netzwerkbereich und Businessbereich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber für den Otto-Normalverbraucher, der ein bisschen was testen möchte, ein paar Programme ausprobieren möchte, vielleicht ein paar kritische Aktionen starten möchte, was sagt, okay, bevor ich das auf meinem richtigen Rechner mache, installiere ich mir schnell eine Windows-VM und probiere da ein bisschen rum. Dafür ist VirtualBox optimal. Also da hat man kaum Nachteile, bis gar keine Nachteile. Mittlerweile kann man auch wunderbar USB-Devices in die VirtualBox durchreichen. Das ist auch eine schöne Sache. Also man kann auch wirklich Hardware in der virtuellen Maschine nutzen und da sehe ich ehrlich gesagt keine Probleme dann. Gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage ausführlichst beantworten. Ich hoffe, das hat so einigermaßen gepasst für euch. Wenn noch Fragen dazu da sind, können wir natürlich gerne weiterhin diskutieren, aber dann bitte bei uns im Forum unter kursofyou.com/community da einfach einen Post aufmachen, das Zeug reinhauen. Das wird auf jeden Fall gelesen und beantwortet und wir können da noch ein bisschen lustig hin und her diskutieren. Wie gesagt, es ging jetzt rein mal um die Virtualisierung auf den Desktop zwischen VMware und VirtualBox. Vielleicht noch am Schluss noch ein kleiner Nachtrag zu Hyper-V. Hyper-V ist ja auch eine kostenlose Virtualisierung, die ist ja mittlerweile auch ab Windows 8, glaube ich, war das, hat Microsoft gesagt, okay, wir packen das auch in das normale Betriebssystem rein, nicht nur in den Windows Server, sondern auch in Windows-Versionen mit Pro oder ab Pro und dann halt Enterprise und so. Und das ist auch ganz nett, allerdings habe ich da diverse Probleme mit. Dadurch, dass es halt eben noch nicht so performant ist, dass viele, gerade im Grafikbereich, ist es noch schlimmer als VirtualBox. Und das ist, VirtualBox ist jetzt vielleicht übertrieben mit schlimm, aber man kann halt wirklich fast gar nichts da machen. Man hat kaum Auswahlmöglichkeiten, wenn man einen Hyper-V unter Windows betreibt. Also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht kann man da nochmal ein separates Video darüber machen. Vielleicht, weil jetzt, ich habe so das Gefühl, dass dann noch ein Kommentar kommt, deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Ja, was ist denn mit Hyper-V? Gibt's doch auch für Windows. Ja, das gibt's, aber ich werde damit einfach nicht warm. Also ich habe mit Hyper-V bisher keinen Spaß gehabt. Ich habe auch im Business-Bereich, habe ich auch zwei Kunden auf Hyper-V laufen. Ja, gezwungenermaßen, also ich hätte die am liebsten schon längst wieder auf VMware migriert, aber das ist eine andere Geschichte, da möchte ich jetzt keinen riesen Fass aufmachen und nicht, dass hier noch in den Kommentaren einige Microsoft-Evangelisten dann durchdrehen, weil hier fröhliches Hyper-V-Bashing losgeht. Also ich bin halt noch nicht so warm mit Hyper-V und man muss auch wirklich sagen, dass Microsoft natürlich, was Virtualisierung angeht, ein Quereinsteiger ist. VMware, ich möchte nicht sagen, die haben die Virtualisierung erfunden, das wäre auch gelogen, aber die waren mit bei den ersten mit dabei, die sowas einsetzen und sind halt eben Marktführer und sind nicht umsonst Marktführer. Das hat schon seinen Grund, warum die im Moment Marktführer sind. So, und ich kriege auch kein Geld von VMware, muss ich gleich dazu sagen. Ich hätte gern Geld bekommen, weil die Sachen sind teilweise echt absurd teuer, gerade im Businessbereich, aber ich kriege von denen nichts. Schön wär's. Aber man muss wirklich sagen, das, was sie machen, das machen sie ordentlich. Ich habe teilweise Server laufen ohne Probleme mehrere Jahre hinweg mit Updates, mit Patches und so weiter und so fort. Und super stabil, hochperformant, ist eine wunderbare Sache. Also da kann man echt nicht meckern. Aber die lassen sich das natürlich auch dementsprechend bezahlen, ganz klar. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte es beantworten. Alles andere, wie gesagt, bei uns im Forum. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr wieder Fragen habt für uns, lasst die uns wissen. Entweder als Nachricht, als E-Mail an redaktionen@kursofyou.com oder eben auch ins Forum. Und wir gucken uns das an und dann sehen wir uns, was Kursofyou hilft angeht. In 2 Wochen schon wieder, das alle 14 Tage. Und nächste Woche gibt es wieder einen Webtipp.
und diese Woche dann auch noch ein Tutorial zum Thema IPv6. Ist auch ganz interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4Tech.